Meine Lieben, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen hier zu einem neuen Part Fußballmanager 2013 Reloaded mit der Datenbank 1415 hier bei Homsingsmedo und herzlich willkommen. Ich wünsche euch hier einen schönen Samstag, denn wir haben heute Samstag, den 14. Februar 2015, hier im 57. Part der zweiten Staffel und zum 113. Gesamtpart. Normalerweise sollte hier der Nachbericht folgen in dieser Folge, aber der Nachbericht ist mir komischerweise verschlungen. Ich hatte ihn zwar kurz danach aufgenommen gehabt und so weiter. Als ich das Ganze dann rendern wollte, habe ich es versehentlich gelöscht danach und dann war die Datei weg. Wiederherstellen konnte ich es leider nicht, sodass es halt jetzt der Nachbericht geschluckt wurde, aber naja, ist nicht so tragisch. Ihr habt nicht großartig viel verpasst, nur die Verpflichtung von Kevin Doyle, der zur kommenden Saison kommen wird und den in Rente geschickten Kevin Kyle ersetzen wird. Und wir gehen jetzt hier rein zum letzten Spieltag, die Begegnungen Celtic Glasgow gegen Glasgow Rangers, Dundee United gegen Aberdeen und Motherwell gegen St. Johnstone. Und ich habe gerade eben die Tabelle gesehen, also sollten wir das Duell gegen Celtic Glasgow hier gewinnen und Aberdeen gegen Dundee verlieren, dann wären wir möglicherweise sogar noch Meister. Wir können es hier in der Tabelle sehen. 37 Spieltage, ihr seht's hier. 3 Punkte nur noch Differenz. Sollte Aberdeen gegen Dundee United verlieren, haben wir die große Chance, Meister zu werden. Und das bildet wirklich einen guten Abschluss für dieses Projekt hier. Ich bin natürlich noch am Überlegen, ob wir das weiterführen sollen oder dem Football Manager 2015 von Sega dann eine Chance lassen. Werden wir dann sehen, ich würde mal sagen, zu viel gequatscht, gehen wir jetzt rein in den Textmodus. Und sagen, kämpft um jeden Ball, damit auf geht's, Glasgow Rangers. Und was ich noch vergessen zu erwähnen habe, ist hier, ihr seht Sebastian Abreu jetzt hier mit dem Comeback bei uns. Und Celtic hier gleich mit der ersten Chance, zweite Minute. Anthony Stokes hat sie davon gestohlen, erhält eine schöne Steilvorlage von James Forrest. Skepovic will hier trocken aus Elfmetern einschießen, aber verzieht hier kläglich, Gott sei Dank. So, wir sind sehr offensiv ausgerichtet, das ist klar durch unser System hier. Und die ersten 10 Minuten sind vorbei, die Konzentrationsphase ist abgelaufen und Darren McGregor muss raus. Jetzt habe ich keinen Innenverteidiger mehr. Das ist natürlich jetzt wieder bitter gelaufen hier. Sindemoseband Anriss. Zum Glück nur ein Anriss. Bei einem Riss wäre die Saison schon vorbei. Und wir müssen schon wieder so komisch umstellen mit Pavel Olkowski. Naja, ist jetzt bitter. Ich hoffe, er kann es dennoch hier. Wir schwächen uns dadurch, aber so ist der Fußball halt. Unberechenbar. Und damit kommt dann Pavel Olkowski relativ früh zum Einsatz durch die Verletzung hier von Darren McGregor. Unser mehr oder weniger Abwehrchef da hinten und Celtic gleich mit der Chance. James köpft links am Tor vorbei, James Forrest. Na Gott sei Dank hier. Aber sie haben gleich die nächste Chance. Scott Brown sieht auf rechts Mike Root, dessen Flanke Kajal mit dem Kopf erwischt. Es ist Cameron Bell zu verdanken, dass es nicht 1-0 steht. Glanzparade hier von unserem Cameron Bell. Jetzt will ich mal gucken, geht es hier Statistikzentrale? Ich will gucken. 0-0 noch. Weil das müssen wir dann schon im Auge behalten, sollten wir hier in Führung gehen. Jetzt die Ecke von Charlie Mike Root, aber unsere Abwehr klärt hier souverän. Glasgow ist nervös und spielt zu hektisch, so kommen sie über Ansätze nicht hinaus und finden kaum Weg zum gegnerischen Strafraum. Und jetzt die nächste Möglichkeit, wieder für Celtic, Biram Kayal dreht sich am gut einen Meter am Tor vorbei hier, von dem Israeli Biram Kayal. So, nächster Versuch hier nochmal Offensivakzente zu setzen. Riesenchance in Glasgow!
Die Glasgow Rangers kontern bei 5 gegen 4 über Rain Gold. John Daly mit der Riesenchance frei vor Ariola. Heber. Aber Ariola reicht den Ball mit den Fingerspitzen und hat ihn dann sicher. Schade, schade, schade. Das wäre es gewesen. Und jetzt muss ich hier noch kurz rein bezüglich der Ecken. Würde das gerne anpassen. Also, wen haben wir denn jetzt? Rechts Patterson, links Röcker. Also darf Röcker von rechts und Patterson von links. So. Simo Röcker, wo bist du? Da unten. Freistoß mit Chance, Freistoß, den darf Rain Gold schießen. Das kann er ja. Hat er uns zuletzt wirklich eindrucksvoll bewiesen. Freistoß mit Chance, da würde ich wieder unsere Offensivleute da das reinflanken lassen. Also auf der rechten Seite El Haradi, auf der rechten Seite Berardi. So. Da sehen wir nochmal die gescheiterte Chance von uns. In der 33. Spielminute. Und jetzt nochmal Chance für Celtic. Nach einer Ecke von Charlie Mycrew. Olkowski steht Richtung Torgewand, will den Ball Volley klären, schießt sich selbst gegen den Kopf, der Abpraller streicht nur um Zentimeter am eigenen Tor vorbei. Heißt nächste Ecke. Von Charlie Mycrew, die dritte. So, über die Latte. Also heißt nächste Ecke hier. Nach einem guten Kopfball hier von Virgil van Dijk, dem Holländer. Mycrew zieht den Eckschuss von der linken Seite vom Tor weg, der Ball segelt genau vor die Füße von Scott Brown. Dessen Schuss geht aber rechts am Tor vorbei. Und wir gucken jetzt nochmal und sehen, dass Aberdeen führt durch Chris Boyd. Also haben wir dadurch keine Chance mehr, daran zu kommen. So, James Forrest flankt nach innen. Und Stokes verpasst das Tor hier knapp. Wir müssen noch hoffen, dass Dundee hier die Chance noch hat. Rückpass in Glasgow. Julia, oh nee, warum unser Mann hier? Der Gott sei Dank wird der Befreiungsschlag hier von Stokes geblockt. Oh nö! Springt noch zweimal auf und kullert dann schön langsam über die Torlinie. Ein unglücklicher Treffer. Das darf doch nicht wahr sein. Das ist nicht wahr hier. Aber können wir leider nichts machen. Bam, 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 bam. Wieder Zeit 410 Minuten im Gegentor kassiert. Kennen wir ja. Cameron Bell rempelt beim Anschlag Stokes noch einmal an. Da versteht die Aktion nicht und hebt sich an die Stirn. Wahrscheinlich wegen der vorherigen Aktion. Mit einem grenzwertigen Tackling klärt Ian Black im letzten Moment gegen Biram Kayal. Und er kann hier froh sein, keine Karte zu ziehen. Jetzt das Spiel pünktlich zu Ende hier. Statistikzentrale immer noch die Führung hier für Aberdeen. Und die Führung von Celtic, also dadurch haben wir leider keine Chance, hier noch irgendwas zu ändern am Ergebnis. Es sei denn, wir schaffen es jetzt hier in der zweiten Halbzeit noch das Spiel zu drehen. Loben hier mal dennoch Cameron Bell, der jetzt für das Gegentor hier nichts konnte. So, so haben wir uns das vorgestellt. Und dann gucken wir mal, wie wir jetzt hier fortfahren. Sollen wir offensiv auswechseln? Das wäre natürlich jetzt auch die Möglichkeit, hier aufs 4-1-4-1 umzuschwenken. Das werden wir jetzt auch machen. Abreu oder Ian Black. Abreu hat es bis jetzt auch gar nicht mal so schlecht gemacht. Mit dem Debüt. Er kann hier OM spielen mit einer 62, also lassen wir das mal grundsätzlich so. Passen das hier dann nochmal an. Müssen jetzt natürlich noch ein klein wenig offensiver hier in die Sache reingehen. So, dann versuchen wir es. Es kann nur noch besser werden. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Gleich Chance für Celtic hier. Mycrew flankt von links. Olkowski blockt den Ball zunächst mit der Hüfte ab. Aber Scott Brown spielt den Ball erneut zu Mycrew. Der nächste Versuch des fleißigen Mittelfeldspielers landet direkt in den Arm von Bell. Das ist alles erschreckend belanglos. So, ist jetzt da unten eine richtige Schlammschlacht. Eigentlich müsste der Schiedsrichter hier so langsam ernsthaft über einen Abbruch nachdenken.
Und jetzt die Chance hier von James Forrest. Er lässt sich da genug Zeit. Setzt erst gar nicht richtig nach. Und aussichtlos ist die Sache hier. Und wir haben die Chance. 52. Berardi mit einer guten Flanke von der rechten Seite. Aber Areola kommt heraus und faustet den Ball mit beiden Fäusten aus der Gefahrenzone. Virgil van Dijk zieht da schnell den Kopf ein. Also keine Gefahr. Und jetzt kommt Ravel Morrison für Sebastian Abreu, der ein ganz gutes Comeback hier gegeben hat, sein Debüt hier in der ersten Mannschaft. Ich weiß, dass die zwar genervt sind, aber wir müssen hier noch in die Offensive reinbrechen. Währenddessen Celtic jetzt die Möglichkeit hat, 100%ige. Und Pedersen klärt hier im allerletzten Moment. Sonst wäre das wohl möglich die Entscheidung gewesen. Und wir gehen hier in die Taktik. Volle Kanne. Riskieren dann zur Not einen Konter gegen Treffer, aber ist mir jetzt sowas von egal hier. Weil ich will zumindest hier den Ausgleich noch sehen. So, 71. Da passiert noch irgendwas oder auch nicht. Michael Lustig jetzt für Nathan Baker in der Partie. Und wir wechseln jetzt zum letzten Mal und bringen Kevin Kyle mit seinem letzten Ligaspiel hier für uns an diesem 5. Spieltag der Meisterrunde. Und jetzt 10 Minuten vor Schluss. Celtic nochmal mit der Möglichkeit. Bei einem Konter passt Stokes auf Kyle, der von der Grundlinie zu seinem Kollegen zurücklegt. Und der Ball geht weit am Tor vorbei. Jetzt die gelbe Karte hier für James Forrest mit einem Allerwertsfoul am Berardi. Da hätte Lebrau die Karte auch stecken lassen können. Und jetzt noch 10 Minuten hier, nachdem sich anscheinend El Haddadi hier verletzt hat. Andersrum, Scott Brown hatte sich verletzt, aber es geht weiter hier, 10 Minuten. Gucken mal in die Statistik, sehen jetzt die 2:0-Führung hier von FC Aberdeen. Und Efe Ambrose, der Nigerianer, kommt jetzt für Moyo Kolo in die Partie. Und nochmal die Chance für Celtic, 81. Skepovic kommt im Strafraum zum Abschluss. Cameron Bell taucht hinab, kann die Kugel aber nicht festhalten. Pavel Olkowski klärt mit etwas Glück vor Biram Kayal zur Ecke. Jetzt auch hereinkommt von Charlie Malcrew zum 5. Mal. Ecke Malcrew, Kopfball Virgil van Dijk, 2:0. Ganz unkompliziert und das ist die Entscheidung hier. Unser Lokalrivale sorgt dafür, dass wir die große Meisterschance nicht haben. Berardi schlägt den Ball flach nach innen, aber Areola ist äußerst aufmerksam, sichert sich den Ball rechtzeitig vor El Haddadi. Der Ball kam auch etwas zu nah vor das Tor. Und das Spiel plätschert jetzt vor sich hin. Near Beaten kommt jetzt für James Forrest. Und jetzt haben wir die Chance hier. Schöner Konter der Glasgow Rangers mit einem nicht so ganz gelungenen Abschluss. Kevin Kyle verzieht schließlich aus Spitzenwinkel deutlich. Keine Gefahr für Areola. So, nächste Chance, 88. für Celtic hier. Ecke von Charlie Malcrew. Der Ball wird von Stokes verlängert, landet direkt vor den Füßen. Er trifft flach in die kurze Ecke. 3:0. Near Beaten in der 88. zum 3. Bam, badadam, bam, 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 bam. Nächste Chance hier für Celtic. Scott Brown mit einem Anspiel in die Spitze zu Malcrew. Der lässt den Ball durch die Beine zu Skepovic laufen. Und er verwandelt hier zum 4:0. Am Ende ist das Ergebnis hier ein bisschen zu hoch. Aber so ist es halt jetzt. Wir haben jetzt nichts mehr zu verlieren. Mal wieder nach 410 Minuten wieder ein Tor kassiert. Das Spiel wird pünktlich beendet. Und Schlusspfiff. Wir verlieren hier am Ende mit 4:0 im Derby gegen Celtic Glasgow.
haben damit die Chance zur Meisterschaft verpufft, aber wir sind immerhin Vizemeister. Das hätte auch niemand von uns erwartet, um ehrlich zu sein. 61-39% Ballbesitz, 18-4 Chancen. Sehr souveräne Leistung hier von Celtic, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Nachbericht wieder. Und damit herzlich willkommen hier zum Nachbericht des 5. Spieltages der Scottish Premiership Meisterrunde. Wir haben das Derby hier im Textmodus mit 4-0 gegen Celtic Glasgow verloren. Virgil van Dijk, Spieler des Spiels mit einer 1,5er Note, Stokes Gepovic und ihr bieten mit den jeweiligen Treffern die Vorlagen gaben Mike Roos, Brown und Stokes. Bei uns Cameron Bell immerhin noch bester Mann mit einer 2,0, gefolgt von Chilier. Und ich glaube, der Ausfall von Darren McGregor war hier das Problem. Weil ich glaube, hätten wir mit ihm gespielt, wären die Chancen, glaube ich, größer gewesen, der jetzt auch 3 Wochen ausfällt. Damit im League Cup Finale fehlen wird. Unsere beiden Ansprachen sind dementsprechend fehlgeschlagen. Sehen Sie hier 9-2 Schüsse, 4 aufs Tor, 5 daneben, 12-2 Chancen. Nur 2 magere Chancen hatten wir. Und dementsprechend auch weniger Ballbesitz mit 39%. Virgil van Dijk, Spieler des Spiels. Und jetzt zu den Stimmen. Da sagte Neil Lennon, der Coach von Celtic Glasgow, Taktik ist das eine und Umsetzung das andere. Wir haben es von der ersten Minute an geschafft, Rangers zu verunsichern, haben sie das ganze Spiel unter Druck gesetzt. Wir hätten schon in der ersten Halbzeit alles klar machen müssen, trotzdem haben wir 90 Minuten leidenschaftlich gespielt, ich möchte aber keinen Spieler herausheben. Und ich heute mit dem Zitat des Tages, ich kann nicht viel falsch machen, ich hole den Würfelbecher raus und ermittle so die Spieler, die ich in der Abwehr aufbiete. Also so würde ich es natürlich nicht sagen. Und jetzt gucken wir hier bei Aberdeen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Sieg. Unsere engagierte und gute Leistung ist belohnt worden und wir hätten auch von dieser ersten Halbzeit weitere gute Möglichkeiten. Aber meine Mannschaft hat weiter an sich geglaubt und den Sieg unter Dach und Fach gebracht. Und damit sind sie dann auch schottischer Meister geworden. Aber wir haben es auf den letzten Spieltag hier anspannend gemacht. Sind aber trotzdem zufrieden, am Ende hier Meister zu sein. Komisch, da war jetzt gerade irgendwas mit meinem Akku. So, Saison endet. Damit ist die Scottish Premiership in Schottland beendet in der Saison 2013-2014. Wir haben eine spannende Meisterschaft erlebt. Und hier der Meister FC Aberdeen. So, wir sehen es hier. Die größte Überraschungsmannschaft der Saison war Partick Thistle, die größte Enttäuschung war Celtic Glasgow. Alle freuen sich bereits heute auf eine spannende Saison 2014-2015. Wieder los geht es am 7.7.2014. Und jetzt hier nochmal das Statement FC Aberdeen. Die Feier über den Titel dauerten die ganze Nacht bis in die frühen Morgenstunden. Zehntausende Menschen waren auf den Beinen und machten die Nacht zum Tage. Und unsere Mannschaft, die Freude über den Platz 2, war auch bei den Fans der Glasgow Rangers deutlich zu spüren, auch wenn der Rückstand am Ende deutlich war. Es waren 6 Punkte. John Daly wurde von seinen Kollegen zum besten Spieler der Saison gewählt. Gratulation an unseren Mann. Und John Sutton wurde mit 32 Toren Torschützenkönig. Sehen Sie das Saisonende, Torschützenkönig John Sutton, dann Chris Boyd mit deutlichem Abstand und Declan McManus, also wir sehen hier. Vom Meister wurden 41 Tore hier vom Top-Duo Chris Boyd und Declan McManus geschossen. So ähnlich wie bei der Meisterschaft 2009 beim VfL Wolfsburg, da waren es ja Grafit und Checo. Torwart des Jahres Areola, unser Bester hier auf Platz 2. 32 Spiele gemacht, 28 Gegentreffer kassiert. Einen Koeffizienten von 0,88. Und Dritter Jamie Langfield und das Duell zwischen Ian Black und Jordan Spence, welches unserer hier anscheinend gewonnen hat. Dann würde ich sagen, gehen wir hier doch weiter. Kilmarnock wurde noch Dritter am Ende. Nee. Wo sind sie denn? 9. Okay. Weshalb hier Platz 3 steht, ist mir ein Rätsel, aber naja. Jetzt haben wir ja noch das Endspiel hier vor der Brust, das League Cup Finale gegen den FC Kilmarnock. Was hoffentlich eine schöne Partie werden wird. So.
Darren McGregor ist verletzt, fehlt noch 3 Wochen. Statusbericht Verletzungen. McGregor noch 3 Wochen. Mannschaft des Jahres. Callum Patterson und Ian Black, Glückwunsch. Alle Spieler bekannt von Aberdeen, Scouting abgeschlossen und Ligapreisgelder wurden verteilt, bekommen wir für den zweiten Platz 2,02 Millionen Euro. Immerhin etwas. Und dann können wir hier auch vorgehen in der Woche. Wir haben jetzt noch das League Cup Finale, was wir in 3D sehen werden. Und hier sehen wir den Wechsel, den ich ja bereits angekündigt hatte, mit Kevin Doyle, der zu uns kommen wird. Ablösefrei als Nachfolger für Kevin Kyle. Sehen Sie hier, Marseille hat Interesse an Kaká, Costil im Fokus von Olympique Lyon. Und einige Verlängerungen, Abdurrazzak Traoré bei Kazimir Karabükspor. Und Jallo, der Ex-Kölner, verlängert hier bei HNK Rijeka. Verträge, gucken wir mal. Gibt es auch einige, die verlängert haben. Unter anderem hier Panjukov, der 19-jährige Stürmer hier bei Dynamo Moskau beim Korani Club. Eigentlich ein recht ordentliches Talent. Und dann hier Gerüchteküche, mal gucken, ob irgendwas bei uns hier im Fokus noch mit dazu steht. Also ist es tatsächlich doch der Kaká, den wir hier alle meinen, der frühere, ja genau er. 4,4 Millionen. Also das wär's ja nochmal so ein Brecher hier. Und Trainerkarussell. Sehen wir hier einen neuen Trainer beim SV Meppen. Uwe Wolf, der Ex-Kasseler. Der hier, glaube ich, schon mal gefeuert wurde. Peter Neururer hat's auch getroffen. Wie in der Realität. Naja, dann können wir hier auch weitergehen. So, die Auf- und Abwertungsrunde, die gucken wir uns natürlich an, dann können wir auch gleich sehen, ob es eine Talenterhöhung gab. Ian Black hat nochmal 2 Punkte gewonnen, Gratulation. Kevin Kyler, Joker Gut, hat einen dazu gewonnen. Cameron Bell genauso 1 Punkt dazu bekommen. John Daly hat nichts dazu bekommen. Rain Gold, gute Leistungen. Konstant hohes Niveau, 2 Punkte gewonnen. El Haddadi, präzise Vorlagen. Julia, Kopfballspiel verbessert, Martial, neue Herausforderung, gut im Griff, Tranquillo hat nochmal einen dazu bekommen, genauso wie Alex Pierce, Timo Röcker, Stellungsspiel verbessert, hat sich leider nicht verbessert, Dongo ein schlechter geworden, Olkowski 2 Punkte geworden, klasse, Nabi Sarr hat doch noch was dazu bekommen, Patterson ist gleich geblieben, Rummel und seine Person nervt hier bei Berardi, hat einen verloren, schade. Alexander Mitte hat einen gewonnen. Patrick Roberts hat auch ebenfalls einen gewonnen, Gratulation. Jugendbereich Leon Ruwe hat noch 1 gewonnen. Und es war's. Insgesamt haben wir 11 Level gewonnen. 10 Spieler haben sich verbessert. 2 Spieler haben sich verschlechtert. Was? Ihre Tabelle weicht von der realen nur um 10 Positionen ab. Das ist ein Schnitt von 0,8 und ein ausgezeichnetes Ergebnis. Also das könnt ihr euch wirklich einrahmen hier. Mache ich auch. Gibt einen Screenshot. Was ist denn jetzt los? Alarmglocken hier. So. Keine Ahnung, was da jetzt gerade los war. Die Maus spielt auch verrückt. Jedenfalls sehen wir hier von den Verbesserungen Celtic Glasgow haben wir schlecht eingeschätzt, uns haben wir gut eingeschätzt, Aberdeen, naja, ist minimal, also 0,8, da können wir uns, wie gesagt, und da war ich auch kurz raus aus dem Spiel. So, mal gucken, ob es eine Talenterhöhung gab, das sehen wir hier oben schon. So, darf er gerne tun, Mannschaft des Jahres, da können wir jetzt auch loben. Oder auch nicht, schade. Können wir leider nichts machen, Ian Black ist verstimmt, weshalb auch immer. A-Junioren haben es 4:2 gewonnen. Kevin Kyle besonders langsam, während des heutigen Trainingslaufs scheint Kevin Kyle der ganzen Mannschaft seine aktuelle Lustlosigkeit zu demonstrieren zu wollen und kommt mit einigem Abstand als letzter ins Ziel. Scouting abgeschlossen von Kreinsch. Auf Stufe 6.
Ihr Entleck-Trainingziel, das sind alles Trainingsziele aufgrund der Verbesserung. Hat sich hier um einiges verbessert, der Junge. So, Kevin Kyle hat dennoch hier ein Trainingsziel erreicht. So, Barnetta ebenfalls. Alex Pierce ebenso, da gucken wir jetzt auch mal drauf. Hat sogar 3 erreicht hier. Pavel Olkowski, der sich auch wirklich gut verbessert hat hier. Konnte sich ebenfalls verbessern. Den Linksverteidiger nochmal rein. Alex Mitte ebenfalls. Der die Schusskraft hier deutlich ausbauen konnte. Nehmen wir mal die Volleys bei ihm raus, nehmen dafür die Ballkontrolle hier mit rein. So, und Patrick Roberts Trainingsziel erreichen. Jetzt gucken wir mal, bei wem sich das Talent erhöht hat. So, Talent erhöht von Rheingold und Callum Patterson. Jetzt hat Patterson 3,5 Sterne und Rheingold 4 Sterne. Gratulation, hat er sich wirklich verdient, der Junge. Nur schade, dass er nicht mehr bei uns bleiben wird. Aber so ist der Fußball eben. Sehen jetzt die Rangliste des Fußballs in Schottland. Weltklasse Cameron Bell. Bei den Innenverteidigern Alex Pierce im weiteren Kreis. Bei der Außenbahn ist niemand dabei. Bei Außenbahn offensiv El Haddadi und Berardi, die es reingeschafft haben. Im Mittelfeld Ian Black, internationale Klasse. Kyle Hutton im Blickfeld. Zuri Rheingold in der Mittelfeld offensiv hier Weltklasse eingestuft. Und bei den Stürmern John Daly, internationale Klasse, setzt sich hier vor Chris Boyd und John Sutton durch. Also es ist doch ein wirklich guter Hauptaugenmerk. Wir gucken jetzt mal in die zweite rein, ob irgendeiner von uns sich noch hier verbessert hat, die wir ja verliehen haben. Aber da sieht es nicht danach aus. So, B-Junioren gewinnen 7-0. Alex Pierce fällt jetzt auch noch aus für 9 Tage. Damit müssen wir die komplette Innenverteidigung austauschen. So. Was ist denn jetzt los? So, da habt ihr das mit dem Dings gehört, mit dem Finale. Hier sehen wir es auch nochmal, Kilmarnock gegen Glasgow Rangers im Stadion Schottland, also im Nationalstadion. Werden wir natürlich dann auch in 3D erleben. Und das Videoline, was wir jetzt aufgrund des Bugs hier gerade verloren haben, können wir uns ja nachher nochmal angucken. Patrick Roberts ist verletzt, 5 Tage. Scouting abgeschlossen von ihm auf der 8. So, und dann gucken wir jetzt einfach mal. Also, McGregor. Da wird dann Nabi Sarr jetzt hier zum Einsatz kommen. Wir haben eigentlich ein Überangebot an diesen Spielern hier von den Leihspielern. Eigentlich müsste es doch irgendwann mal einen Fehler hier geben, dass wir die nicht einsetzen dürfen. Kyle Hutton 81er darf jetzt hier für Abreu auflaufen. Gucken, soll Martial hier noch mit? Also ich kann irgendwie alle komischerweise jetzt mitnehmen, ohne dass hier irgendein Fehler angezeigt wird. So, passt es hier? Soweit passt es eigentlich. In der Jugend gucken wir mal nach einem Innenverteidiger. Sollen wir vielleicht noch einen hochziehen? Aber da bietet sich komischerweise keiner hier an, den wir hochziehen können. Nee, leider nicht. Naja, da müssen wir da jetzt durch.
Zusätzliche Siegprämie, volle Lotte, wichtigstes Spiel des Jahres. So, Lefferty wird jetzt hier noch gedeckt. Röcker kümmert sich hier und Nabi ist da um Stuart. So wie um Julien hier und Rabiu kümmert sich hier die Sonnenbewachung drum. Und dann würde ich doch mal sagen, was ist hier für die Folge? Und wir sehen uns dann am morgigen Sonntag zum Finale hier im League Cup. Danach gehen wir dann in die Weltmeisterschaft über mit unseren Senegalesen. Da können wir ja auch nochmal kurz einen Blick reinwerfen, wie es da aussieht im Moment. Diakate ist da verletzt, 2 Wochen. Ist natürlich alles andere als klasse. So, was man hier mal machen könnte, wäre, dass der Scout hier mal sich die komplette Mannschaft anguckt. Eine Mannschaft beobachten. Wenn er hier Nationalmannschaften sich beobachten kann, dann kann er ja theoretisch auch mal... Ne, welchen Spieler war das jetzt hier? Jackson Mandy, glaub. Den wir nicht komplett gescoutet haben. Ja, Mandy. Und gucken wir mal, wo der spielt. Jackson Mandy. Bei ZSKA Sofia. So, wo bist denn du? So. Spieler beobachten und jetzt den hier von Bulgarien. Sehen wir ja auch hier gleich an der Nationalität, wo er denn ist. CDB, also ist auch noch. Ist in Mali. So, da ist er doch. Jackson Mandy. So, darf er dann gleich mal machen. Dann gehen wir hier zurück und...